Hallo meine lieben Kinder und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wild ohne Licht. Ja. So, wir haben beim letzten Mal ein riesengroßes Monstrum gesehen, das aus dem Tunnel rauskam. Also ein Loch war da im Tunnel drin und da kam dieses Monster raus und es fühlte sich wohl in diesem Tunnel wohl, denn es ging auch nicht außerhalb des Tunnels. Wir sind mit einem Rückwärtsgang rausgerast wie ein Verrückter und haben uns wahrscheinlich das Auto ein bisschen geschrottet dabei, aber wir haben überlebt. Wir wurden nicht gefressen vom riesengroßen, glitschigen Maden-Monster-Wurm-Tier. Und jetzt geht's weiter, ne? Ja. Unter den holpernden Reifen knirscht der Kies der verwilderten Straße. Gelegentlich hörst du das explosionsartige Knacken eines trockenen Astes unter der Fahrerkabine. Der Waldweg hinter der Schranke ist zwar gekiest, aber uneben. Als du dich fast schon damit abgefunden hast, dass der Weg mitten in gottverlassenem Wald endet, gabelt sich der Schotterweg und führt auf eine Parkbucht. Im Licht der Scheinwerfer kennst du eine rustikale gehaltene Parkranger-Station. Aus dem Holzbau starren dir große Panoramafenster gegen, sowie Aushänge. Der Abenteuerpfade für Kinder, verzeichnete Picknickplätze. An den Abenteuern auf dunklen Wanderfahrt hast du kein Interesse. Anders verhält es sich mit den ausgehängten Karten der Umgebung sowie der leistungsstarken Antenne auf dem Dach des Holzbaus. Du nimmst zuerst die Aushänge in den Augenschein und erforscht die Umgebung mit der Hütte. Parkrun sind meist gut ausgestattet, vielleicht findest du Funkgerät oder ein Gewehr. Wir haben zwar jetzt eine Knarre, aber ein Gewehr würde uns, glaube ich, nicht schlecht tun. Nimm mal das zweite Mal. Gequältes Knarzen der Dielen der Veranda und durch die dunklen Panoramafenster zeichnet sich unscharf dunkle der Innenraum der Station ab. Du hast Glück. Nach einem kurzen Drehen des Knaufs der Eingangstüre schwingt diese auf und ein abgestandenes Luftgemisch aus verschiedenen Gerüchten weht dir entgegen. Um eine böse Überraschung zu vermeiden, leuchtest du kurz in den Eingang und schlüpfst dann in das unbeleuchtete Rangerbüro. Ein großer, schwerer Holztresen teilt den Besucherbereich zum Bürobereich ab. Das Licht der Taschenlampe huscht über eine größere Funkanlage, sowie die Bürocomputer und ein halbes Dutzend Aktenschränke. Als du den Besucherbereich ausleuchtest, findest du den Grund des muffigen Geruchs. Unter einem Magazinständer für den Traveler- und Outdoor-Magazin sowie ein Haufen Touristenbroschüren liegt ein verknitterter Schlafsack. Jemand hat es hier, sein Lager errichtet. Vielleicht ist er gerade unterwegs. Okay, das könnte sehr interessant werden. Ich glaube, das wird einen sehr, sehr großen Konflikt wohl geben. Mal gucken, wie wir reagieren können. Solange niemand hier ist, siehst du dir die Sachen beim Schlafsack an. Vielleicht geben sie dir einen Hinweis, wo und vor allem wer der Bewohner ist. Kümmere dich direkt um den Funk und sieh im Bürobereich nach, ob es etwas nützlich ist. Ja, genau, das machen wir. Direkt auf der Arbeitsplatte des Tresens stehen zwei Handfunkgeräte. Du spielst kurz mit den Knöpfen und nach einem Klick leuchtet ein Licht und leises Rauschen dringt aus dem Empfänger. Bestimmt findest du einen guten Nutzen für diese beiden, auch wenn du dir bisher nicht mit den Funkgeräten auskennst. Naja, du hast einmal eins zum Geburtstag geschenkt bekommen, du warst 9 und es war rosa mit grellen Schmetterlingsaufklebern. Es war grässlich kitschig. Wie alle halbherzigen Geschenke war es am ersten Tag noch spannend, am zweiten Tag ist bereits tabu und am dritten Tag kaputt. Fast als wüsste dieses Billigspielzeuge, wie wenig unterhaltsam sie nach einigen Stunden sind und würden sich aus Höflichkeit selbst zerstören. Ja, es ist natürlich sehr, sehr geil, die Idee. Die große Funkanlage sowie der Radioempfänger wirken weitaus komplexer und sind auf einen separaten Tisch installiert. Obwohl du auch hier versuchst, die Anlage anzuschalten, bleiben die Knöpfe und Display schwarz. Und die Funkanlage schlummert weiter wie ein schlafender Riese. Dann hörst du das seltsame Brummen, ein Geräusch ähnlich eines Ventilators mit kaputten Kugellager. Ach Kacke, wer ist der denn? Zwischen Kisten und Klopapier oder einer Kommode liegt eine regungslose Gestalt. Der Mann ist aufgedunst und sein Hut ist feucht, schwitzig und teigig. Oh Gott, ich muss kotzen. Seine Haut, nicht sein Hut.
Die Knöpfe des beigen Hemd schaffen es mit Mühe, diesen zuzuhalten. Sein Gesicht ist eine Kraterlandschaft und in den Wangen und Stirn sind befremdliche schwarze Höhlen. Dann passiert es. Seine Augenlider flackern. Wacht er auf? Oh mein Gott, bitte nicht. Als sein rechtes Auge aufklappt, ist kein Augapfel mehr in der Höhle, nur ein schwarzer Schlot. Ein Schlot aus den daumenlangen Insekten kriechen, brummeln und surren wie Aufziehspielzeuge, schweren die fleischigen Misskreuzungen zwischen Heuschrecke und Wespe aus dem Kopf und trudeln durch die Luft. Der schale Geschmack von Übelkeit liegt auf deiner Zunge. Sie benutzen ihn als Nest. Sein Inneres ist nur noch eine feuchte Hülse und diese fleischigen Schmarotzer nisten in ihm drinnen. Uah. Guck mal, hier kann ich gar nicht mehr weitermachen mit Handfackeln und hast nicht gesehen und Feuer. Hier ist Insekt reagiert auf Feuer gleich mit dem Tod. Niemand sollte senden, aber Tod ist tot, du verschwindest. Soll man Feuer legen? Lockt das. Ja, aber es macht Licht, ne? Ich glaube, Feuer legen ist, glaube ich, gar nicht mal so übel. Ich probiere es aber mit Feuer. Die halbe Flasche Cognac hat 64% und wäre bestimmt kein schlechter Tropfen, sowie ein guter Fruststeller. Du kippst den Inhalt großzügig über eine zusammengerollte Zeitschrift und das Papier saugt gierig die Flüssigkeit auf. Wo bin ich jetzt? Gierig die Flüssigkeit auf. In der Ecke des Bürobereiches hat sich unterdessen ein Schwarm gebildet, der die Leiche umkreist. Wie fliegen den Dung mit einem Das Feuerzeug flammt in die getränkte Zeitschrift fackelhell auf und lodert in schnell hektischen Flammen. Erst fliegt die improvisierte Flagge auf den Schoß des Liegenden, dann folgt mit einem schnellen Wurf der Rest der Flasche. Pflopp, noch mehr Flammzungen tanzen wild und hungrig auf und ab. Jetzt beginnt auch die flugfaulsten dieser Mutantenschrecken zu fliegen. Doch ihre Flügel fangen rasch Feuer und sie tanzen hilflos wie fliegende Lichter in der Luft. Mit dem Knall wie vom Popcorn zerreißt es den ersten von ihnen. Doch statt dem angenehmen Korngeruch, den du Popcorn assoziierst, riecht es übel und organisch verkocht. Dann springen die Flammen schneller als erwartet über. Die Kartonmengen stehen augenblicklich in Flammen. Das Feuer greift über auf einem Papierkorb und den Schreibtisch. Keineswegs hast du damit gerechnet, dass das Feuer so hungrig ist und die Flammen schlagartig um sich. So trittst du Hals über Kopf den Rückzug an. Die Brut ihren feurigen Schicksal überlassen. Erschöpft von dem verursachten Inferno und mit leichten Blessuren atmest du die kühle Waldluft. Ja. Die Waldwege zurück zur Autobahn gestalten sich als echter Parcours. Nicht nur, dass der Waldweg uneben und voller Äste und Schotter ist, es ist auch ein Kunststück, den Straßengraben der viel zu schmalen Wege zu meiden. Einen großen Teil der Strecke fährst du in einer Schrittgeschwindigkeit. Wenn der Wagen hier in ein Schlagloch stecken bleibt, war's das. Es gibt keinen Pannendienst, den du rufen könntest. Und du bezweifelst, dass die dürren Männer dir helfen werden, den Wagen anzuschieben. Nun, sie kämen bestimmt in Scharen, wenn du hier mitternachtsdunkel im Wald aussteigen würdest. Kurz nach Mittag triffst du wieder auf die Straße, die sich wie eine Hauptschlagader durch den Park zieht. Aus dem Radio tönt weiter nur weißes Rauschen. Checkpoint erreicht. Das ist schon mal nice. Wir haben einen schönen Checkpoint erreicht. Ich glaube, Kinderchen, das war's erstmal für heute. Ich finde es immer sehr anstrengend zu lesen an der Zeit, weil es gibt nicht sehr viele Bilder. Und, Ja, es gibt nicht sehr viele Bilder. Es gibt einfach nur durchgehend gelesen. Mit dieser verstellten Stimme ist es doch ziemlich anstrengend. Aber sehr interessant, ne? Diese Leiche und so, es wird immer interessant. Also diese Episode ist wirklich sehr, sehr interessant. Allein schon mit der Leiche, mit dem Riesenwurm, mit unserem Brudi, der eigentlich doch ein Monster gewesen ist und so hat alles uns eigentlich in die Falle gestellt hat. Und. Also, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.